war dieser Trend hinüber. Wahrscheinlich so schnell wie dieser Fidget Spinner hier. Ja, der ist auch schon ziemlich demoliert und drehen tut er sich auch lange nicht mehr. Also ein paar Sekunden dreht er sich noch, aber dann stoppt er auch schon wieder. Ja. Die Schnelllebigkeit, mit der solche Trends einfach wieder verpuffen, macht mir schreckliche Angst, wenn ich ehrlich sein soll. Es ist ein bisschen bedrückend, dass ein Trend so schnell wieder verfliegen kann. Ja, klar, es war jetzt kein Trend, der sonderbar schön oder irgendwie bedeutend war. Was ist das? Was sind diese Fidget Spinner? Ja, sie waren im Hype. Und das Einzige, was die gebracht haben, einigermaßen, war die Anerkennung. Wenn du damit rumgelaufen bist, ja, warst halt im Hype, hast du den Trend, bist du dem Trend gefolgt und warst du mal cool. Aber zu cool habe ich ja, glaube ich, auch schon mal was gesagt. Da habe ich mal im Let's Play-Part eine ganze Rede darüber gehalten. Was ist cool? Wie ist die Definition von Coolheit? Für den einen ist es das und für den anderen ist es was wieder komplett anderes. Ja. Ich habe damit mal ein Selbstexperiment gemacht und habe das Teil mal tagelang getestet und die Wirkung experimentell herausfinden wollen. Ich kann es euch sagen, also mich persönlich beruhigt es in keinstem Fall. Also das Einzige, was das für mich macht, ist regt mich ein bisschen auf, also es bringt mich hoch, also es regt mich nicht ab, es beruhigt mich nicht, es putscht mich ein bisschen auf. Ich weiß nicht, wie man das zur Beruhigung verwenden kann. Ja, den psychologischen Zweck möchte ich das auch gar nicht bezweifeln, also ich möchte das gar nicht in Schatten stellen, dass das für ADHS-Kinder und Autisten ein komplett sinnvolles Werkzeug ist, aber als Trend fand ich das Teil sowas von fehl am Platz. Also ja, mein Fazit zum Trend, jetzt wo er vorbei ist, er hat absolut nichts gebracht, das Teil. Gehört weggeworfen. Ja, so viel dazu. Habe ich auch mal ein Video zum Fidget Spinner gemacht. Ordentlich scheiße. Wenn es euch auch gefallen hat, also wenn ihr es auch scheiße findet, gebt diesem Video ein Däumchen nach oben. Ihr seht hier eine 2. Der Countdown ist am Laufen. In 2 Tagen passiert auf meinem Kanal etwas. In 2 Tagen. Etwas Großes wird kommen. Ich freue mich drauf. Freut ihr euch auch drauf? Ja. Und jetzt gehabt euch wohl und haut drinne. Bis zum nächsten Video. Ciao, ciao. Ich höre mir jetzt den ganzen Hate unter dem Video durch und ja. Thank you.